Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Tutorial meinerseits. Ich zeige euch heute, wie ihr mit dem mit PaintNet oder dem Grafikprogramm eurer Wahl einen kleinen Sarg pixeln könnt für den RPG Maker 2003. Dieses Verfahren geht natürlich auf die höher auflösenden Maker, allerdings ist da der Detailgrad höher. Bedeutet, dass ihr da auch mehr Details einbringen müsst halt, ne? Das ist das Endergebnis in etwa. Ich pixel es jetzt gleich komplett neu, bis auf die Outlines. Die ist nämlich schon gegeben und ich würde die jetzt ungern neu machen, weil wozu? Ich habe es ja schon. Bevor wir ins Pixel überhaupt reingehen, das ist mein Tipp von mir, holt euch eine Referenz. Ich habe mir diesen Sack hier drüben geholt. Bis auf das RIP ist es eigentlich relativ ähnlich, finde ich. Hier drüben ist eine kleine Skizze von mir, die mir die Perspektive besser einleuchten soll. Ja? Weil, wie ihr seht, ist der Sack gedreht. Also, nicht so wie er soll. So. Also dann. Markieren schon mal die dunkelste Farbe und die hellste Farbe, ne? Nachdem ihr die Outlines gemacht habt. Zu den Outlines sage ich vielleicht noch was. Und zwar, ich habe die so gemacht, dass das Orangene hier drüben soll, ist im Grunde der Deckel. Das Rote ist der Sargeboden, ne? Also die Kiste. Und das Orangene hier drüben, das Lilane hier drüben ist im Grunde die Deko halt. Das sieht halt aus wie Bretter. So. Wählt euch die dunkelste und hellste Farbe eurer Wahl aus, ne? Und dann könnt ihr euch eigentlich schon ans Kolorieren machen, so. Falsche Ebene, so. Nur das. So, und das. So. So sieht das dann in etwa aus. Wenn ihr die Outlines gemalt habt, im Grunde. Dann nehmt ihr euch die vorhellste Farbe und die dunkelste, also die eine dunkler. So, markiert damit nicht erstmal alles innen. Nehmt euch den Bleistift und wechselt die Farbe zur dunkleren. So, mit der dunkleren Farbe bringt ihr jetzt Textur in die, also in der Grafik rein. Ich mache das immer so, dass ich erstmal ein bisschen so an den Seiten was mache. Ja. Und dann mittendrin halt einfach irgendwie ein bisschen anfangen. Erstmal so, vielleicht so übergängig machen, dann hier rein so, dahin, dann da so, drüben vielleicht ein bisschen, hier so. Vielleicht hier drüben noch ein bisschen, so, wieder übergängig machen, so. So. Ja, vielleicht so. Wie es euch halt besser gefällt. Ihr könnt natürlich, wenn es euch nicht gefällt, wieder zurück machen und was anderes versuchen. Ja. Ihr könnt auch ein Bild offen lassen. Es müsste nicht unbedingt sein, dass das ein bisschen, ja, dass alles unbedingt belegt ist. Sollte halt nur gegen Ende wie Holz aufwirken. So, das so. Deswegen mache ich das wieder übergangsmäßig. Ich komme das so rein. Eigentlich zu viel. So. 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 Und so. So. Damit hätte ich meinen Holztextur. Nun geht es an die Highlights und an die dunkleren Stellen. Fangen wir erstmal hier im unteren Bereich an. Dann nehmen wir uns die dunkelste Farbe. Wir können eigentlich wie oben genauso einfach ein bisschen so random platzieren wie wir wollen. So,
natürlich eine noch dunklere Farbe, beziehungsweise die ist im gleichen, in der gleichen Stärke, aber die ist halt eine andere Farbe an sich. Das nehme ich jetzt lila. Und mit der lila mache ich jetzt hier drüben ja, ein paar Punkte einfach setzen. Die wird man später nicht wirklich sehen, aber das macht ganz ein bisschen so. Ja, finde ich besser halt. Ne? Ist halt so. So, das erledigt. Nehmen wir uns mal die dunkle Farbe und die ganz helle Farbe. So. Und mit der ganz hellen Farbe setzen wir uns hier drüben so ja, Highlights halt, ne? Hellere Punkte. Bei mir ist nämlich die Sonne immer in den Spielen oben links, ne? Deswegen strahlt es da drauf. So, nach den Highlights nehmen wir uns mal die dunkle Form und setzen so ein paar dunklere Punkte. Könnt ihr setzen, wie ihr wollt, wie ihr euch lustig ist, keine Ahnung. Ja. So, das Ganze hat jetzt so eine gewisse Tiefe. Ja. Im Grunde wäre der Sarg jetzt fertig. Aber was sollen wir? Natürlich ein Kreuz noch oben drauf. Habe ich schon vorgefertigt, ne? Den setze ich einfach nur mit einer Ebene drauf. Tada, das Kreuz ist fertig. So wird mein Sarg jetzt aussehen. Im Vergleich zum anderen sieht er ein bisschen anders aus, ne? Wie gesagt, man kann sich da frei definieren. So, das ist der Sarg, den ich eben gemacht habe. Das ist der von letztes Mal. Der von letztes Mal war ein bisschen besser. Lassen wir ihn als Endbild. So. Ich hoffe, euch hat das Tutorial gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da. Wenn nicht, ein Dislike. Mich würde es freuen, wenn ihr ein paar Anregungen für Tutorials da lassen würdet, die ich halt in Angriff nehmen könnte. Und wünsche euch dann sonst noch eine angenehme Nacht, weil wir haben schon 11 Uhr gleich. Und ich lade jetzt das Video noch hoch und dann geht's auch in die Haier. So, also dann. Auf Wiedersehen, man sieht sich. Ciao.